Hallo, hier ist die papierverrückte Ina. Ich habe euch heute ein Mini-Album mitgebracht. So, das war unser Cover, das haben wir letztes Mal gemacht. Jetzt mache ich mich an die Innenseiten. Dafür brauche ich verschiedene Sachen. Auf jeden Fall brauche ich ein DSP nachher, was 20,5 mal 14,5 ist, beziehungsweise 2. Und das ist immer so zum Umklappen, dass immer zweimal das gleiche DSP gegenüber ist. Ja, nur damit ihr das mal gesehen habt. Das machen wir wieder zurück. So, dann starten wir mit der Seite an sich. Ich habe ein DIN A4 Blatt genommen, das in der Mitte gefalzt, das DIN A5 bei rauskommt. Das beklebe ich jetzt vorne und hinten, jeweils mit dem DSP. Und dann kommt hier oben ein Eingriff rein und dann klebe ich die Seite so zusammen, dass ich nachher von oben noch was einstecken kann. Ja, das mache ich jetzt. Dabei dürft ihr mir zugucken. Da nehmt ihr wieder den Kleber eures Vertrauens. Da hängt kein Gewicht dran, aber wenn man das Fotoalbum benutzt, dann sollten sich die Kanten natürlich nicht lösen, obwohl man da jederzeit mit ein bisschen Kleber wieder rangehen kann. So. Für mich ist es jetzt natürlich toll, dass ich eine Nichte bekommen habe. Ich habe ja zwei Jungs. Das heißt, ich kann jetzt endlich mal Mädchensachen basteln. Ich bin ja im Alltag recht froh, dass ich eine Jungsmama bin. Aber was Basteln angeht, so ein bisschen die rosa Seite ausleben. Da freue ich mich jetzt drauf. So. Soweit, da bitte darauf achten, dass das DSP immer richtig sein muss. Also alles guckt immer zur Öffnung hin. Hier stimmt es, die Schmetterlinge fliegen nach oben. Hier stimmt es auch, die Schmetterlinge fliegen nach oben. Super. Dann brauche ich jetzt, weil ich ja nachher an die Tags rankommen will, die ich reinmache. Lineal wäre nicht schlecht. Wo ist mein Lineal? Da. Und ein Stift wäre nicht schlecht. Wo ist mein Stift? So, dann messen wir uns ab. Wir haben ja oben 21 cm. Die Hälfte davon sind hoffentlich 10,5. Und hier genau das gleiche. 10,5. Dann nehme ich mir eine Kreisstanze oder natürlich auch jede andere Stanze, die ihr habt, die eine Form macht, die euch gefällt. Ich kann euch zum Beispiel auch gleich mal noch eine andere zeigen, mit der ich das auch schon mal gemacht habe. Boah, jetzt ist es verrutscht. Das ist nicht gut. Und wir stanzen uns einen Halbkreis aus, damit wir nachher schön an die Bilder rankommen, also an die Tags, die ich reinmachen möchte. Oder heißen die Tags? Ich glaube schon. Also an die, Deutsch würde ich sagen, Einstecker. So, wie gesagt, jetzt habe ich es diesmal mit einem Kreis gemacht. Aber wo ist er denn da hinten? Ich habe auch das schon mal mit dieser Stanze hier gemacht. Ja, dann hat man halt so ein gewelltes Ding. Da kann man alles nehmen, was man zur Verfügung hat. Man kann natürlich auch einfach mit der Schere es reinschneiden. Ja, geht alles. Ist halt dann hier unten vielleicht ein bisschen, wenn man gut schneiden kann, kann man es auf jeden Fall machen. So, die Seite gehört so rum. Das habe ich ja schon kurz erklärt, dass immer zwei passende Seiten sich gegenüberliegen. Das heißt, wenn ich das jetzt aufklappe, klebe ich das hier direkt am Rand zu, weil das, was ich da nachher reinstecke, ja nicht rausfallen soll.
Und hier gehe ich etwa 2,5 cm vom Rand weg. Das kommt nicht auf einen Millimeter an. Aber ich möchte ja also hier noch meine Lochung hinmachen, meine Bindung. Und so habe ich die Tasche schön abgeschlossen. Da müsste man wahrscheinlich sogar gar nichts hinmachen, weil ja dann die Lochung eben kommt, also die Bindung. Dann könnte es aber vielleicht sein, dass der Tag beschädigt wird. So, wieder einmal schön festrubbeln, das Klebeband. Dann den Schutz ablösen. Aber nicht das Klebeband, sondern nur den Schutz. Ich glaube fast, das muss ich nochmal machen hier. Da schummeln wir jetzt ein bisschen. Das darf man auch. Und hochklappen und zu ist. Wenn das jetzt stört, dass hier noch so ein kleiner Überstand ist, weil ich es halt nur abgemessen habe und nicht das gegenseitig als Schablone benutzt habe, man könnte da jetzt noch dran rumschnibbeln. Ich lasse das so, hilft im Zweifelsfall nachher ja auch wieder, um die Sachen reinstecken zu können. So, das ist die eine Seite. Und ich mache jetzt fröhlich weiter und dann sehen wir uns, wenn die 6 Seiten fertig sind. So, soweit sind wir jetzt mit unserem Album. Ich habe das Cover gemacht, ich habe die Seiten gemacht. Und jetzt müssen wir die Seiten noch lochen, dass die schön hier reinpassen. Ich habe festgestellt, so viel größer habe ich das gar nicht geplant. Das heißt, ich lege die eine Seite hier mal schön rein. Markiere mir die Löcher. So, man sieht es aber vielleicht nochmal. So wäre optimal. So, da möchte ich die Löcher haben. Und dann gehe ich mit meinem Standwerkzeug einfach hin. Und stanze mir das aus. Immer noch mal gucken, dass ich die Löcher auch auf der richtigen Seite mache. Ja. Ein Stück zur Seite, damit ihr das besser seht. Und jetzt kann ich ganz einfach da, wo ich die Markierung gemacht habe, reinlochen. Das geht auch mit dem normalen Locher. Also wenn ich so ein Monsterding hier hat, mache das mit einem ganz normalen Locher. So. Dann habe ich die Löcher hier drin. Jetzt kann ich das eine, was ich habe, als Schablone nutzen. Und ganz einfach alle Seiten lochen. Alle Seiten lochen. So rum. Dann bauen wir das hier schon mal wieder zusammen. Wie gesagt, für sowas habe ich ein Talent. So, dann kann die erste Seite schon mal rein. Und ich habe ja gesagt, ich will es immer so haben, dass ich zwei gleiche Seiten angucken. Können wir jetzt überprüfen, ob ich das geschafft habe. Ich hoffe es. Vielleicht sogar durch zwei durch. Ja? Ich hoffe, ich bin im Bild beim Lochen. Ich habe jetzt schon mit den Einlegern angefangen. Ich habe ganz vergessen, euch da mitzunehmen. Welche habe ich schon gemacht? Da muss ich wahrscheinlich ein anderes Papier nehmen. Das legen wir mal zur Seite.
Ich brauche jetzt, weil ich 6 Seiten habe, 6 Papiere. 2 habe ich schon. 1 muss ich nochmal machen. Jetzt erstmal 3, damit ich es euch zeige. Die sind zugeschnitten auf 17 cm mal 14 cm. Dann nehme ich mir jetzt eine Eckenabrunde. Auch da könnt ihr nehmen, was ihr habt. Im Notfall auch gerne eine Nagelschere, mit denen klappt das auch. So, und dann wird es hier reingewurstelt. Es geht stellenweise ein bisschen schwer. Das muss ein paar Mal rein oder raus gehen, dann klappt das immer besser. Ja, und dann mache ich das mit allen. Also ich habe 2 verschiedene Rosatöne genommen. Das liegt einfach daran, dass ich das so hatte. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt alles an Rosa verwendet, was ich in meinem Bestand habe. So, einfach reinwursteln, fertig, weiter geht's. Und so fülle ich jetzt alle Seiten auf. Ich hatte noch überlegt, ob ich hier ein Bändchen dran mache, aber das lasse ich, glaube ich, weg. So, dann muss ich den einen jetzt noch schneiden und dann würde ich mit euch noch, also euch noch zeigen, wie ich das Cover dekoriert habe am Schluss und dann sind wir auch schon fertig. So, gefühlte 5 Stunden später bin ich fertig. Und zwar habe ich mit der Big Shot mir Klebe auf, also Buchstaben ausgestanzt, den Namen von der Kleinen draufgeschrieben, das Geburtsdatum drauf gemacht. Und dann sind wir auch schon soweit fertig. Jetzt werde ich noch ein paar Deko-Teile zusammensuchen für die Mama, die ich dann mitgebe, damit meine Schwägerin eben das Album im nächsten Jahr für die Kleine schön ausgestalten kann und die Kleine eine schöne Erinnerung an ihr erstes Lebensjahr hat. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen gucken. Das A ist nicht so schön geworden. Gucken wir mal, was ich da noch machen kann. Aber soweit bin ich jetzt fertig und so geht das jetzt raus an die Kleine. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und vielleicht hat der ein oder andere Spaß beim Nachmachen. Viel Spaß, tschüss!